Morgengrauen in Las Vegas. Cameron Donnarumma ist längst unterwegs, auf der Jagd nach Wasserverschwendern. Rund um die Uhr patrouilliert die Wasserpolizei in Las Vegas, denn hier darf kein Tropfen verschwendet werden. Der Rasen darf maximal 12 Minuten täglich bewässert werden, und das ist nicht alles. Was stimmt hier nicht? Sie dürfen jetzt wässern, aber das Wasser darf das Grundstück nicht verlassen. Das wäre Verschwendung. Ja, das wäre ein Regelverstoß. Zunächst verwarnt Cameron die Wassersünder, bei Wiederholung folgen Geldstrafen. Las Vegas liegt mitten in der Wüste. 90% des Wassers hier kommen aus dem Colorado River und der trocknet aus. Am legendären Las Vegas Strip, Wasser, wohin man schaut. Wasserballett am Bellagio, Wasserfälle am Mirage. Aber der Name sagt es schon, es ist ein Trugbild. Denn Las Vegas verkauft Illusion. Nichts ist, wie es scheint, auch nicht der Wasserverbrauch. Der verringerte sich in 20 Jahren um ein Drittel, obwohl die Bevölkerung sich verdoppelte. 93% des Abwassers der Stadt werden gereinigt und fließen zurück in den Colorado River. Pat Mulroy hat aus Las Vegas ein Vorbild gemacht, im Wasser sparen. 30 Jahre lang war sie die Chefin der Wasserbehörde. Und eines wurde ihr in 20 Jahren Dürre klar. Dieser Fluss wird nie wieder so sein wie in den 60ern, 70ern und 80ern. Das ganze System baut auf reichlich Schneefall. Und dass die Reservoirs sich damit füllen und jeder nehmen kann, was ihm zusteht, die Zeiten sind vorbei. Las Vegas ist nur wenige Kilometer entfernt vom Hoover-Damm und seinem Stausee Lake Mead. Der mächtige Hoover-Damm, das Herzstück der Wasserversorgung im amerikanischen Südwesten. Die Einlauftürme ragen einsam in die Luft. Früher waren sie bis unter die Brücken vom Wasser bedeckt. Von seinem Stausee Lake Mead aus werden 25 Millionen Menschen mit Wasser versorgt. Die weißen Ringe sind die Anzeichen der Krise. Sie zeigen, wie hoch das Wasser mal stand. Als es zurückging, musste hier angebaut werden. Jetzt haben Bootsbesitzer eine sehr lange Anfahrt zum See. Denn der Lake Mead ist nur noch zu gut einem Viertel gefüllt. Wo früher Wasser war, jetzt nur noch Dürre. Wenn dieser Fluss austrocknet, spürt jeder den Schmerz. Der Stamm der Chemehuevi spürt ihn jetzt schon. Die Salt Songs beschreiben eine Reise entlang des Colorado Rivers, der Heimat der Chemehuevi. Obwohl sie am Fluss leben, mussten sie um das Recht, Wasser nutzen zu dürfen, lange kämpfen. Der Colorado River ist das Lebensblut des Südwestens. Ohne Wasser kein Leben. Aber er wurde überbeansprucht und vernachlässigt. Sie möchten mehr Landwirtschaft betreiben. Matts Sohn Danny zeigt uns ein paar Bäume, Granatapfel, Zitrone. Ein einfaches Bewässerungssystem macht es möglich. Einige Gewächshäuser werden gebaut, noch sind sie mehr ein Symbol der Hoffnung, denn es fehlt genug Wasser. 97% des Wassers, auf das die Chemehuevi einen Anspruch haben, bleiben im Fluss. Der Grund dafür ist kaum zu glauben. Sie haben nur eine einzige Pumpe, um das Wasser auf ihr Land zu befördern. Für mehr reicht das Geld nicht. Der Colorado River ist die Lebensader, die alle Menschen verbindet. Alle unsere Gruppen und Mitglieder. Alle sind verbunden durch das Wasser. Letztlich steht der Colorado River auch für Geben und Nehmen, was allen gegeben wird und uns genommen. 300 Kilometer flussabwärts wird allen gegeben. Landwirtschaft, soweit das Auge reicht, im Imperial Valley in Kalifornien. Die abgezweigten Kanäle vom Colorado River, hunderte Kilometer lang, machen es möglich. Um 6 Uhr morgens treffen wir Ronald Limegruber. Seine Großeltern haben hier vor über 100 Jahren mit der Landwirtschaft begonnen. Sein ganzes Leben hängt am Wasser aus dem Colorado River.
Ohne den Colorado River könnten wir nicht existieren. Wir wären Wüste. Der Fluss hat uns ermöglicht, dieses dürre Wüstenland zu verwandeln in eine der produktivsten Regionen der Welt. Denn 90% des Gemüses, das in ganz Amerika über den Winter gegessen wird, stammt aus dem Imperial Valley. Dafür brauchen die Landwirte aber auch besonders viel Wasser. 75% des Wassers aus dem Colorado River fließen in die Landwirtschaft. Und die Farmer kämpfen dafür, dass es so bleibt. Wir haben offizielle Dokumente, die bis ins 19. Jahrhundert reichen. Darüber, wie das Wasser verteilt wird. Wir haben Wasser abgezweigt vor Los Angeles, vor Phoenix, vor Tucson und sogar vor anderen Landwirtschaftsregionen. Unsere Rechte sind den anderen übergeordnet. Und die bekämpfen uns trotzdem weiter. Aber wir waren beim obersten Gericht und haben gewonnen. Es ist eine Schlacht und wir werden nie aufhören zu kämpfen. Alte Dokumente aus dem 19. Jahrhundert. Doch am Colorado River ist nichts mehr so wie damals. Dennoch beharrt jeder auf seinen Rechten. Du kannst die ältesten Rechte haben. Das sind wundervolle Stücke Papier. Hänge sie dir an die Wand und bewundere sie jeden Tag. Aber sie werden komplett nutzlos sein, wenn kein Wasser mehr dorthin kommt. Du hast die Wahl. Du kannst entweder Teil der Lösung sein und an den Verhandlungstisch kommen, oder du kannst russisch Roulette spielen und dir in den Kopf schießen. Du hast die Wahl. 2026 werden die Wasserrechte neu verhandelt. Keiner wird stur bleiben können, denn es geht um die Existenz aller.